Hi, ich bin Thorsten und als YouTuber teste ich immer wieder die unterschiedlichsten Produkte. Heute schauen wir uns gemeinsam den Evoke Home von Pure an. Ein universales Musiksystem, das eine moderne Alternative zur klassischen HiFi-Anlage darstellen soll und viele unterschiedliche Empfangsarten in einem hochwertigen Design vereint. Heute erfahrt ihr von mir, ob der Hersteller diese Vorstellungen einhalten kann. Bevor es aber losgeht, noch ein kurzer Disclaimer. Dieses Video ist zwar in Zusammenarbeit mit dem Hersteller entstanden, meine Gedanken und Meinungen sind aber zu 100% meine eigenen und mein Testergebnis wurde zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form beeinflusst. Jetzt, wo wir das geklärt haben, schauen wir uns das gute Stück mal genauer an. Beim Auspacken findet ihr neben dem Pure Evoke Home noch zwei Stromkabel. Eins für die EU und eins für Großbritannien mit jeweils 1,8 Meter Länge. Dazu noch eine gleichfarbige Fernbedienung samt passender Batterie und die üblichen Verpackungsbeilagen. Pure hat seine Evoke-Reihe vernetzter Digitalradios ganz neu aufgelegt und sowohl ein neues Design als auch neue Funktionen implementiert. Es stehen nun drei Modelle mit unterschiedlichen Schwerpunkten zur Verfügung. Neben dem Evoke Home könnt ihr noch den Evoke Spot mit einer kleineren Bauweise oder den Evoke Play als tragbare Variante wählen. Jedes Modell richtet sich an unterschiedliche Budgets und Bedürfnisse. Der Pure Evoke Home, den ich in diesem Video bewerte, ist der größte aus der Reihe. Er ist 37 cm lang, 11 cm breit und 18,5 cm tief. Damit ist er vom Formfaktor größer als die anderen Optionen und nicht nur aufgrund seiner Erscheinung ein richtiger Blickfang. Durch die runden Linien wirkt er trotz seiner Größe alles andere als wuchtig und er macht meiner Meinung nach einen sehr kompakten Eindruck. Das liegt mitunter auch am zeitlosen und minimalistischen Design, welches perfekt in die meisten Wohnungseinrichtungen passen wird. Je nachdem, wie ihr zu Hause eingerichtet seid, könnt ihr euch farblich zwischen Baumwollweiß oder Kaffeeschwarz entscheiden. Ich habe mich bewusst für die schwarze Version entschieden, welche ich wahrscheinlich eher als Kaffeebraun bezeichnen würde. Die Farbe sieht aber sehr hochwertig aus und der Braunton verleiht dem Home einen richtigen Charakter. Die Frontseite des Speakers besteht übrigens zu 90% aus öko-zertifizierter, recycelter Schafswolle. Das sieht nicht nur super schick aus und fühlt sich gut an, Wolle ist ein erneuerbarer und selbstreinigender Rohstoff, der obendrein noch biologisch abbaubar ist. Da hat Pure auf jeden Fall an die Umwelt gedacht und verfolgt hier auch den Trend der Nachhaltigkeit. Aber zurück zum Speaker. Schauen wir uns mal die Steuerung an. Rechts findet ihr 6 Preset-Tasten, mit denen ihr personalisierte Einstellungen speichern könnt. Darüber haben wir einen Drehknopf für die Lautstärke und mit einem Druck könnt ihr die Wiedergabe starten bzw. pausieren. Mittig haben wir die Steuerung des CD-Laufwerks und ganz links befindet sich noch ein 2,8 Zoll großes Display. Aufgeklappt zeigt es beispielsweise Senderlogos, CD-Cover und noch vieles mehr an. Direkt darunter sind dann noch die Steuerungstasten für die Bedienung des Screens. Richtig los geht's dann aber erst, wenn ihr den Evoke Home mit eurem WLAN-Netz verbunden habt. Denn ab dem Moment könnt ihr ihn einfach in eurer Spotify-App als Abspielmedium auswählen. Aber selbst wenn ihr kein Spotify besitzt, könnt ihr auch ganz einfach die Bluetooth-Funktion eures Smartphones oder jedes anderen Bluetooth-fähigen Endgerätes zur Wiedergabe nutzen. So ist der Pure mit jedem Streaming-Dienst eurer Wahl kompatibel. Über den Podcast-Button könnt ihr dann noch, wie sollte es auch anders sein, auf alle weltweit verfügbaren Podcasts zugreifen. Und was wäre ein digitales Radio ohne eine integrierte Radiofunktion? Entweder via Internetradio mit über 85.000 Sendern oder via digitalem Radioempfang inklusive DAB+. Die letzte Möglichkeit zur Steuerung des Evoke Homes ist die Undock-App. Mit der App habt ihr dann ganze 5 Optionen zur Bedienung des Geräts. Die Steuerung am Gerät selbst, via Remote, via Spotify, Bluetooth oder der Undock-App. Letztere ist super bequem, weil mein Smartphone trage ich eigentlich eh immer dabei und so kann ich auf das lästige Bluetooth-Pairing verzichten. Bei der Vielfalt an Abspieloptionen ist hier aber noch nicht Schluss. Der Evoke Home verfügt auch über einen integrierten CD-Player. Streaming ist zwar aktuell voll im Trend, aber qualitativ ist es nicht mit der guten alten CD vergleichbar. Qualitätsliebhaber kommen hier also auch voll auf ihre Kosten. Und der AUX-Anschluss an der Rückseite komplementiert das Audioerlebnis dann zu 100%. Den Titel Universelles Musiksystem verdient sich der Evoke Home also allemal und das liegt nicht zuletzt auch am Klang. Ein Speaker muss meiner Meinung nach nicht nur gut bedienbar sein, gut aussehen, sondern braucht auch eine gute Klangqualität. Natürlich ist der Evoke Home die Premium-Version der Evoke-Reihe und ich muss sagen, das hört man auch. Mit einer Audioleistung von 100 Watt, seinen 2 20mm Hochtönern und 2 3,5 Zoll Tieftönern kommt Stereoklang mit hoher Klangqualität und tiefen Bässen auch in die entlegenste Ecke eures Wohnraums. Selbst große Räume sind kein Problem.
Und darüber hinaus habt ihr sogar die Möglichkeit, die Höhen und Tiefen mit dem Equalizer eurer Vorliebe anzupassen. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, will ich noch eine kurze Lieblingsfunktion von mir ansprechen. Und zwar die Radioweckerfunktion. Bisher habe ich als Wecker immer mein Smartphone genutzt, aber es ist viel angenehmer, mit so einem guten Klang geweckt zu werden. Und die nervigen Benachrichtigungen vom Smartphone am Morgen sind auch Vergangenheit. Probiert's mal aus, ich sag euch, es lohnt sich. Ihr seht also, dieser Lautsprecher ist ein absoluter Allrounder. Und durch sein minimalistisches Design kann man ihn eigentlich überall in der Wohnung platzieren. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video einen guten Eindruck vom Evoke Home vermitteln und euch dabei helfen zu entscheiden, ob dieses Musiksystem das Richtige für euch ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Musik- und Podcast-Hören und bis zum nächsten Mal.